Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland sorgt auch international für wachsende Spannungen. Westliche Staaten, allen voran die USA, werten die russischen Truppenbewegungen auf der Halbinsel Krim als Aggression. Wirtschaftliche Sanktionen als Antwort sind im Gespräch. Die Ukraine hat die Armee in volle Einsatzbereitschaft versetzt. Die Halbinsel wird mehrheitlich von Russen bewohnt. Für Moskau hat vor allem der Schwarzmeerhafen Sewastopol strategische Bedeutung als Stützpunkt der russischen Marine. Militärtransporte auf den Straßen der ukrainischen Halbinsel Krim. Die Nummernschilder bei vielen sind abgeschraubt oder überklebt. Bei anderen hat man sich die Mühe gar nicht mehr gemacht. Hier ist russisches Militär unterwegs. Moskau schickt immer mehr Soldaten und wohl auch Technik auf die Krim. Eines ihrer Ziele, Privolnaja, ein Stützpunkt der ukrainischen Grenztruppen. Hier zogen nach Angaben von Agenturen Hunderte von Uniformierten auf und blockierten den Stützpunkt. Die ukrainischen Grenzsoldaten verschanzten sich hinterm Kasernentor. Den ganzen Tag über gab es Gerüchte, dass Ukrainer zu den pro-russischen Streitkräften überliefen. Am Abend dann der Paukenschlag. Der gerade erst von Kiew eingesetzte neue Chef der ukrainischen Marine schwor vor laufender Kamera, der pro-russischen Führung der Krim zu dienen. Desorientierung in den ukrainischen Streitkräften. Längst ist nicht klar, ob diese im Kriegsfall wirklich auf das Kommando Kiews hören. Vor Krieg warnte heute in Kiew der Regierungschef. Wir stehen am Rande einer Katastrophe, sagte Arseniy Yatsenyuk. Präsident Putin sei auf dem besten Weg, einen Krieg zwischen zwei benachbarten, befreundeten Staaten anzuzetteln. Ein Einmarsch Russlands, so Yatsenyuk, werde das Ende aller Beziehungen bedeuten. In Moskau gab es heute kleinere Proteste gegen den russischen Militäreinsatz. Zieht unsere Kinder nicht in den Krieg gegen ihre Brüder, steht da. Die Proteste waren nicht genehmigt. Die Polizei nahm Dutzende Teilnehmer fest. Wenig später eine sehr viel größere Kundgebung, wohl organisiert und von den Behörden genehmigt. Hier demonstrierten sie für den Militäreinsatz. Zum Konflikt zwischen Russland und der Ukraine jetzt direkt aus Simferopol auf der Krim, Golinej Atay. Ja, der Nervenkrieg vor den ukrainischen Militärkasernen geht weiter. Heute haben sich demonstrativ russische Militärs, die sich meistens nicht als solche zu erkennen geben, vor ukrainischen Militärstützpunkten aufgestellt und haben die ukrainischen Einheiten gebeten, ihre Waffen abzugeben und sich unter russischen Schutz zu stellen. Nach unserer Kenntnis hat bislang keine ukrainische Einheit dieser Aufforderung, dieser Bitte Folge geleistet. Die meisten Stützpunkte befinden sich in erhöhter Alarmbereitschaft. Und gerade eben haben wir erfahren, dass Präsident Putin mit Bundeskanzlerin Merkel gesprochen hat, telefoniert hat und gesagt hat, die Mittel, die er auf der Krim eingesetzt hätte, die seien angemessen. Und es gehe darum, dass die Interessen der ethnischen Russen, des Leib und Leben der ethnischen Russen auf der Krim gefährdet gewesen sei. Eine solche Gefährdung konnten wir hier auf der Krim bislang nicht feststellen. Und damit zurück zu Susanne Daubner. Politiker in vielen westlichen Staaten sind über das russische Vorgehen empört. Übereinstimmend heißt es, Moskau dürfe die territoriale Integrität der Ukraine keinesfalls verletzen. Die USA, Kanada, Großbritannien und Frankreich haben in ersten Reaktionen die Vorbereitungen für den G8-Gipfel im russischen Sotschi gestoppt. In Brüssel kam der NATO-Rat zusammen. Uniformen und militärische Orden bei der NATO in Brüssel, aber niemand erwartet ernsthaft, dass das Bündnis nun Panzer schickt. NATO-Generalsekretär Rasmussen ist jetzt als Diplomat gefragt, der deutliche Worte findet, aber kein Öl ins ukrainische Feuer gießt. Was Russland gerade tut, das bedroht Frieden und Sicherheit in Europa. Russland muss seine Militäraktionen und seine Drohungen stoppen. Aber auch die ukrainische Führung müsse zur Beruhigung beitragen. Wir betonen, dass die Ukraine die demokratischen Rechte aller Bürger garantiert und sicherstellt, dass Minderheitenrechte respektiert werden. Das stärkste Militärbündnis der Welt schlägt also leise Töne an.
Von der anderen Seite des Atlantiks aber war ein polternder Außenminister zu hören. Putin wird so keinen G8-Gipfel in Sotschi haben. Vielleicht bleibt Russland gar nicht in der G8. Darüber gibt es auch Diskussionen innerhalb der unter den Regierungschefs. Die einen, die sagen, wir müssen jetzt das starke Signal senden und Russland ausschließen. Die anderen, die sagen, ich bin eher bei denen, die sagen, das G8-Format ist eigentlich das einzige Format, in dem wir aus dem Westen noch mit Russland unmittelbar sprechen. Und sollten wir wirklich dieses einzige Format opfern? Morgen treffen sich die EU-Außenminister in Brüssel, um zwischen diesen Positionen einen gemeinsamen Weg zu finden. Mehr zur Krise in der Ukraine finden Sie auf tagesschau.de. Dort geht es unter anderem um mögliche Zukunftsszenarien für die Krim. Die Krise ist auch Thema in der Runde von Günter Jauch um 21.45 Uhr. Hunderttausende ultraorthodoxe Juden haben heute in Jerusalem dagegen protestiert, dass auch sie künftig zum Wehrdienst eingezogen werden sollen. Das israelische Parlament will noch in diesem Monat über den Gesetzentwurf entscheiden. Strenggläubige jüdische Männer verweigern meistens den Dienst in der Armee. Ihre Begründung: sie dienten mit ihren Gebeten und religiösen Studien bereits der Nation. Bisher gilt für sie eine Ausnahmeregelung. Jerusalem heute Nachmittag. Eine der größten Demonstrationen in der Geschichte des Staates Israel. Rund 300.000 Ultraorthodoxe versammelten sich, um zu beten. Keine Reden, keine Slogans, nur das Gebet: Gott möge helfen, dass sie nicht in die israelische Armee müssen. Ultraorthodoxe sind in Israel überwiegend vom Militärdienst befreit, um sich ganz den religiösen Studien widmen zu können. Aber dies soll sich bald ändern. Ein Gesetz soll noch diesen Monat vom Parlament verabschiedet werden. Der betagte, hoch angesehene Rabbi Schmuel Auerbach ist einer der führenden Gegner des Gesetzentwurfs. Sein engster Berater interpretiert den heutigen Tag als Triumph für die Ultraorthodoxen. Wir alle wollen der israelischen Gesellschaft eine Botschaft senden. Wir Frommen werden nur die Heiligen Schriften studieren und sonst nichts. 3 Jahre Militärdienst für Männer, 2 für Frauen. Die nicht religiösen Israelis haben es satt, diese Bürde allein tragen zu müssen. Doch was wie ein Protest im Namen Gottes aussieht, ist auch ein Kampf ums Geld. Die Toraschulen der Frommen werden vom Staat finanziert. Je weniger Studenten eine Schule hat, desto weniger Geld gibt es. Je mehr fromme Soldaten, desto weniger Studenten also. Und so werden sie weiter gegen den Dienst mit der Waffe kämpfen, mit Gott an ihrer Seite, so glauben sie. In Pakistan sind die Chancen für weitere Friedensgespräche zwischen Regierung und Taliban gestiegen. Die Armee hat Luftangriffe auf Stellungen der Islamisten im Nordwesten des Landes eingestellt. Die Taliban hatten gestern eine befristete Waffenruhe verkündet. Ein erster Anlauf für Verhandlungen war wegen Anschlägen gescheitert. Die pakistanischen Taliban operieren in Stammesgebieten rund um Peshawar im Grenzgebiet zu Afghanistan. Einen Tag nach dem Anschlag auf den Bahnhof der chinesischen Millionenstadt Kunming hat sich die Zahl der Toten auf 33 erhöht. Mehr als 130 Menschen wurden verletzt, als mit Messern bewaffnete Angreifer gestern Reisende überfallen hatten. 4 Täter wurden erschossen, ihre Identität ist aber nach wie vor ungeklärt. Die chinesische Führung beschuldigt uigurische Separatisten. Das muslimische Turkvolk ist in der autonomen Provinz Xinjiang beheimatet, hunderte Kilometer entfernt von Kunming. Bewaffnete Polizisten, Absperrungen. Einen Tag nach der Terrorattacke rund um den Bahnhof der chinesischen Millionenstadt Kunming überall Sicherheitskräfte. Einige der Attentäter sollen noch flüchtig sein. Am späten Samstagabend hatten 11 Personen im Bahnhof und auf seinem Vorplatz wahllos Passanten angegriffen. Mit langen Messern stachen die schwarz gekleideten Täter auf die Menschen ein, verwundeten und töteten sie. Auf einer Pressekonferenz präsentierte die Polizei heute die Tatwaffen und eine Fahne mit arabischen Schriftzeichen. Der Anschlag sei das Werk extremistischer Uiguren. Dieser terroristische Anschlag wurde von separatistischen Kräften aus der Provinz Xinjiang begangen. Eine Gräueltat von unglaublicher Grausamkeit. Die Verwundeten des Anschlags werden in 11 Krankenhäusern behandelt. Mehr als 70 von ihnen sollen schwer verletzt sein. Viele Bürger spendeten heute Blut. Das Entsetzen über die Attacke ist in ganz China groß.
Nicht nur in Kunming stehen die Uiguren nun unter besonderer Beobachtung. Die Chinesen werfen ihnen separatistische Bestrebungen vor. Die Angehörigen des muslimischen Turkvolkes fühlen sich unterdrückt. Die Region Xinjiang gilt als Konfliktherd. Über die Motive der Attentäter wissen wir noch nichts. Sollten tatsächlich Uiguren für den Anschlag verantwortlich sein, könnte sich die chinesische Führung in ihrer Politik bestärkt sehen und den Sicherheitsapparat weiter aufrüsten. Der französische Regisseur Alain René ist tot. Er starb mit 91 Jahren in Paris. René begann als Dokumentarfilmer. Später drehte er Filme wie Hiroshima Mon Amour und letztes Jahr in Marienbad. René war Mitbegründer der Nouvelle Vague, stand für experimentierfreudige und zugleich komische Werke und wurde vielfach ausgezeichnet. Die Kinowelt verliert mit ihm einen der bedeutendsten Autorenfilmer. In der Fußball-Bundesliga hat sich Eintracht Frankfurt mit einem 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart deutlich von der Abstiegszone abgesetzt. Einen herben Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Qualifikation musste der VfL Wolfsburg hinnehmen. Die Werkself unterlag in Hoffenheim mit 2:6. Hoffenheim in der blauen Spielkleidung mit der frühen Führung durch Firmino. Vierte Spielminute. Der VfL Wolfsburg konnte zu diesem Zeitpunkt noch antworten. Nach einer Viertelstunde Bas Dost mit dem Ausgleich. Die Vorentscheidung dann innerhalb von 6 Minuten kurz vor der Pause. Zunächst Niklas Süle mit dem 2:1 und nur 84 Sekunden später Anthony Modest mit dem 3:1. 2 Minuten vor der Pause dann Modest mit seinem zweiten Treffer, allerdings aus Abseitsposition. Aber das Tor wurde nicht aberkannt. Halbzeit 4:1 für Hoffenheim. Kleiner Wolfsburger Hoffnungsschimmer dann 14 Minuten vor dem Abpfiff. Perisic zum 4:2. 81. Spielminute. Christian Tresch mit dieser Attacke gegen Kevin Volland. Platzverweis Tresch und Elfmeter Hoffenheim. Salihovic 5:2. Kurz vor dem Schluss dann zum ersten Mal 6 Hoffenheimer Tore in einem Bundesligaspiel. Sven Schiplock zum 6:2 entstand. Die Tabelle. Bayern München strebt ohne nennenswerte Konkurrenz der deutschen Meisterschaft entgegen. Dortmund, Leverkusen, Schalke und Wolfsburg kämpfen um die Champions League-Teilnahme. Hoffenheim führt die zweite Hälfte an, dann Hannover, Frankfurt und Bremen, Stuttgart einen Rang vor der Abstiegszone, dort Hamburg, Freiburg und Schlusslicht Braunschweig. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 3. März. Bis zur Wochenmitte verbleiben wir in einer Tiefdruckzone, die für leicht wechselhaftes Wetter sorgt. In der zweiten Wochenhälfte macht sich dann ein Ableger des Azorenhochs bemerkbar. In der Nacht ist es zunächst recht verbreitet klar. Später verdichten sich im Südwesten und Westen die Wolken und es beginnt zu regnen. Oberhalb von 400 bis 700 Metern fällt Schnee. Am Tag steigt die Schneefallgrenze wieder an. Zunächst fällt im Westen und Südwesten noch etwas Regen, am Nachmittag dann im Nordwesten und an den Alpen. Sonst gibt es teils dichte Wolken, teils freundliche Abschnitte. Der Wind weht in der Nordwesthälfte mäßig bis frisch und stark böig, an der See und in Berglagen in Böen stürmisch. Heute Nacht Tiefstwerte von plus 4 Grad im Westen bis minus 4 am Alpenrand. Morgen werden Temperaturen von 6 Grad auf Rügen bis 14 Grad in Sachsen erreicht. Am Dienstag besonders im Nordwesten freundliche Abschnitte, sonst leicht wechselhaftes Wetter und gebietsweise Regen. Vom Schwarzwald bis zu den Alpen zum Teil Schnee. Ganz ähnlich am Mittwoch. Am Donnerstag vor allem im Südosten etwas Regen oder Schnee, im Nordwesten wieder viel Sonne. Um 22.45 Uhr ist Karin Mioska für Sie da. Ihre Tagesthemen Überläufer und Übermacht, der verzweifelte Kampf der neuen ukrainischen Führung und Lust am Animationsfilm. Junge deutsche Regisseure hoffen auf den Oscar. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.